hat abgegeben. Relativ kräftig. Gestern fast 2%. Heute geht es noch weiter nach unten in Richtung 1260 Euro. Mr. Gold himself, Markus Bussler vom Anlegermagazin Der Aktionär. Ein sehr gefragter, ein viel gefragter Mann derzeit mit Ihrer Meinung. Was ist denn da jetzt passiert? Wir hören hier, dass das Importzahlen aus China sind, die den Goldpreis so unter Druck setzen. Und da haben wir doch einige verrückte Bewegungen gesehen. Ja, wunderschönen guten Morgen, auch wenn die Goldbullen vielleicht keinen ganz so schönen guten Morgen haben, das muss man ehrlicherweise sagen. Es wird immer wieder vorgeschoben, die Importzahlen nach China waren schwach gewesen, was sie in der Tat waren, also sie waren schwach gewesen. Das hat den Goldpreis unter Druck gebracht, sagt man. Dann heißt es wieder, in der Ukraine zeichnet sich langsam eine Besserung ab, das bringt den Goldpreis unter Druck. Nun ja, ich glaube, man soll das Ganze mal realistisch einschätzen. Gestern wurden an der COMEX, also an dieser Rohstoffbörse, wurden 24 Millionen Unzen Gold gehandelt. Das ist ein Gegenwert von ungefähr 30 Milliarden Dollar. Oder um das nochmal in Zahlen auszudrücken, wir haben gestern gesehen, dass insgesamt als Papiergold über 700 Tonnen Gold gehandelt wurden. Und das ist ein Viertel der jährlichen Produktion der Goldminen. Also das ist gestern umgegangen an der COMEX. Warum ist es gestern umgegangen? Nun ja, es hat alles ganz gut zusammengepasst. Wir haben dieses Dreieck, über das wir einige Male gesprochen hatten in den vergangenen Tagen, das wurde nach unten aufgelöst. Und ob das jetzt zufällig war, genau an einem Tag, an dem der große Verfall an der COMEX war, die Juni-Kontrakte wurden fällig gewesen gestern und da waren einige, haben sie im Vorfeld sehr stark short positioniert. Naja, das sei mal dahingestellt. Also es hat mit Sicherheit nichts, meiner Meinung nach, mit schwachen Importzahlen nach China zu tun. Es hat nichts mit einer Entspannung in der Ukraine zu tun. Mit all diesen Sachen hat es nichts zu tun. Es ist einzig und allein eine Terminmarktsache. Und da hat man einfach gesehen, es ist der Verfall. Es waren einige hatten sich short positioniert gehabt und dann wurde eben der Kurs in die Richtung gedrückt, in die er gehen sollte und das war eben nach unten. Was heißt das jetzt für einen Anleger, wenn ich Sie richtig verstehe? Argumentieren Sie, das ist jetzt ein günstiges Niveau für die Goldbullen hier wieder reinzugehen? Nee. Das wollte ich nicht sagen, um Gottes Willen. Nein. Es war in der Vergangenheit tatsächlich sehr, sehr häufig so, dass so ein Dreieck nach unten erstmal aufgelöst wurde, dass eine klassische Bärenfalle gewesen ist und der Goldpreis sich erholt hat. Aber bevor ich in diesen Markt reingehen würde, also mit irgendwelchen Long- oder Short-Zertifikaten, würde ich da eine Bestätigung abwarten. Also da würde ich sagen, okay, ich verzichte auf die ersten paar Dollar für eine Gegenbewegung oder sowas, aber ich gehe zumindest auf Nummer sicher, dass wir dieses Niveau von 12,80 zurückerobern. Also ich würde jetzt nicht in dieses berühmte fallende Messer, dieses berühmte fallende goldene Messer greifen, sondern ich würde da sagen, da möchte ich erstmal eine Beruhigung abwarten, da möchte ich erstmal sehen, dass es tatsächlich einen Rebound gibt. Denn im Moment ist durchaus auch die Gefahr, dass wir Richtung 11,80 abgleiten. Das ist dieses Doppeltief, das wir gesehen haben. Und selbst dann würde ich warten, ob diese Marke wirklich hält. Also jetzt hier in diesen Markt einsteigen, ich habe zwar gute Nerven, aber das wäre mir fast eine Nummer zu riskant. Fasse niemals in ein fallendes Messer, nicht einmal, wenn es sich um ein goldenes Messer handelt. Barrick Gold, der größte Goldproduzent der Welt, auch mit diesem Goldpreis ist leicht über 1200 noch, verdienen die ja Geld. Heute allerdings Ex-Dividende gehandelt, oder? Heute ja, Quartalsdividende, ja. Sie verdienen Geld, das haben Sie richtig gesagt. Sie haben ungefähr Cashkosten zuletzt ausgewiesen, also All-in-Sustaining-Cashkosten, also alles, was mit eingerechnet ist, von knapp über 900 Dollar. Also man verdient noch Geld, aber auf der anderen Seite, man ist auch hochverschuldet, das muss man bei Barrick einfach auch sagen. Und man hat natürlich Angst, dass dieser Cashflow jetzt allmählich dahin schmilzt, wenn der Goldpreis weiter unter Druck kommt. Und noch einmal zur Erinnerung, Goldman Sachs, also die wirklich als die ausgesprochene Goldbären gelten und die natürlich auch einen gewissen Einfluss auf diesen Markt haben, haben gesagt, 1050 ist unser Ziel für den Goldpreis. Und dann würde natürlich die Marge auch von einem Produzenten mit 900 Dollar Cashkosten erheblich zusammenschmelzen. Viele andere Produzenten wären da schon gar nicht mehr in der Lage, irgendwie kostendeckend ihre Minen zu betreiben. Insofern, das ist momentan auch für die Goldminenbetreiber alles andere als eine leichte Situation. Ich gehe jetzt mal davon aus, das werden wir jetzt auch in den nächsten Tagen sehen, wir werden nochmal so einen medialen
Hammer auspacken. Also man wird sehr, sehr viel jetzt lesen über die negativen Kommentare zum Goldpreis. Das kann natürlich die Kleinanleger nochmal verunsichern, kann nochmal einen kleinen Druck auf den Goldpreis ausüben. All das wird sich in die Minenaktien nochmal widerspiegeln. Auf der anderen Seite, auch das sollte man nicht vergessen, die Minenaktien haben diese Bewegung vorweggenommen. Also der RUI, dieser Goldminenindex, ist schon wesentlich früher aus seinem Dreieck ausgebrochen nach unten, als es der Goldpreis getan hat. Und die Goldminen sind deutlich überverkauft. Jetzt werden Sie sagen, wenn Sie deutlich überverkauft sind, dann steigen wir jetzt ein. Nein, auch da warten wir eine Trendwende ab. Also wir steigen jetzt hier nicht blind ein und sagen, hurra, wir sind überverkauft. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, billiger geht immer. Also wir können immer noch mal eine auf den Deckel bekommen. Und diese Gefahr ist einfach immer noch zu groß, als dass ich jetzt blind in den Markt gehen würde. Aber nochmal, die Goldminenaktien sind günstig bewertet. Sie sind eigentlich obstrus günstig bewertet, meines Erachtens. Sie sind ein Kauf, aber wie gesagt, charttechnisch möchte ich gerne Trendwende sehen. Der Bußler haut wieder mit Börsenweisheiten um sich. In dem Fall billiger geht immer. Message ist angekommen. Dankeschön, Markus Bußler. Gerne. Soweit zum Thema Gold.